Willkommen zu diesem Vortrag. Es ist eigentlich kein technischer Vortrag. Die Idee ist eigentlich eher, dass wir eigentlich das Potenzial anhand von Beispielen auf bestehende Webanwendungen, dass wir das eigentlich zusammen anschauen, sodass man merkt, wie die zukünftige Webmapping-Anwendungen in ein paar Jahren dann aussehen werden könnten. So, ich werde ganz kurz WebGL vorstellen, dann ein paar Beispiele auf Online-Karten wie Google Maps oder Nokia Maps, dann noch zu Vorteilen von WebGL sprechen und dann am Schluss dann gehe ich auf die bestehende Programmbibliothek im Open-Source-Bereich. So, ganz kurz zu Camp2Camp. Wir sind ein Open-Source-Dienstleistungsunternehmen. Wir integrieren und entwickeln Open-Source-Software. Wir sind im Bereich 45 Mitarbeiter auf 3 Standorte. In der Schweiz in Lausanne, in Frankreich bei Chambéry und in Österreich in Wien. Und bei Camp2Camp, es gibt 3 Abteilungen. So die Geospatial Geomatik Abteilung, das ist die größte. Dann gibt es auch eine Business Abteilung, wo wir Software für das Unternehmen implementieren, alles auf Open Source. Hein? Und auch Infrastruktur, wo wir Linux-Systeme warten. So, zu WebGL. So WebGL eigentlich ist eine ganz neue Norme, die ermöglicht, 3D-Grafik in dem Webbrowser direkt darzustellen. Eigentlich mit HTML5 und WebGL, man kann in eine Balise, die Canva heißt, so eine API benutzen, die ermöglicht, Befehle an die Grafikkarte zu senden. Und für Berechnungen, die zum Beispiel wo man sehr viele ähnliche Berechnungen auf sehr viele Objekte machen möchte, dann ist die Grafikkarte zum Beispiel viel effizienter als dem CPU. Und das bietet dann die Möglichkeit, zum Beispiel eine 3D-Ansicht im Browser darzustellen, indem man hat zum Beispiel das Luftbild, so ein traditionelles 2D-Luftbild eigentlich, eine Teil zum Beispiel, man hat zum Beispiel ein digitales Geländemodell, sagen wir JSON-Tiles, und dann der Browser mit den Befehlen an die Grafikkarte ist dann in der Lage, die 3D-Szene, so das heißt das Luftbild auf das Geländemodell darzustellen in 3D. Der Vorteil von WebGL ist, dass es erfordert keine Plugins. Es ist eigentlich in alle Browser, außer die heutigen Versionen von Internet Explorer, zugänglich. Es kommt bei Internet Explorer 11 auch eine WebGL-Unterstützung. Und es gibt auch erste Arbeiten auf mobile Geräte, wie zum Beispiel Firefox für Android, ist in der Lage, auf ein mobiles Gerät auch die Hardware-Beschleunigung der Grafikkarte zu benutzen. Oder auch Opera oder auf bestimmte Sony-Devices kann der Android-Browser WebGL benutzen. So, wie sieht es aus bei den Big Players? So, das ist eine Ansicht von die Preview von Google Maps. Und was merkt man da? Eigentlich, man merkt, dass es gibt so die Tour Eiffel und es gibt einen Schatten. Es gibt einen Schatten links vom Tour Eiffel. Und das ist eigentlich, ich habe diese Screenshot am Morgen genommen. Die Sonne ist noch am Osten. Das heißt, den Schatten live bringt man auf die linke Seite. Würde man dieses gleiche Screenshot am Abend machen, dann ist eigentlich das Ganze umgekehrt. Was man auch hier merkt, ist, dass man sieht, die rechte Seite des Tour Eiffel eigentlich ist viel breiter. Man sieht einen Teil der Fassade des Tour Eiffel und im Gegen auf die linke Seite sieht man das nicht. Und eigentlich ist es eine Art Fisheye View im Browser. Wenn man die Tour Eiffel auf die andere Seite des Screens bewegt, dann sieht man eigentlich die andere Seite des Tour Eiffel. Ich werde das noch zeigen. So, das gibt eine, die Darstellung ist etwas noch realitätsnäher als traditionelle 2D-Darstellungen. So, auch ein Beispiel von New York, hier mit einer so Luftbildansicht in 3D mit den Gebäuden und so weiter.
Und auch hier eine Ansicht von Lausanne. Und hier ist es ganz interessant zu sehen, dass es gibt diese Brücke mit oben die Autos, unten das Metro, der drauf fährt. Und inzwischen, man sieht durch das Objekt. Das heißt, es ist nicht nur, sagen wir, 2,5D, es ist in dem Fall tatsächlich schon 3D, man sieht durch den Objekten. Und das ist ein Screenshot von gestern. Man kann auch herauszoomen auf das ganze Globus und dann werden auch die fast live Meteo- oder Bewölkung dargestellt. Und gestern auf die Schweiz war es völlig sonnig und heute ist eigentlich nicht mehr der Fall. So, Google ist stark an WebGL beteiligt. Aber andere Big Players machen das auch, zum Beispiel Nokia Maps. Da gibt es eine Online-Demo, wo eigentlich auch eine WebGL-Anwendung gezeigt wird. Und so, man sieht, dass die Big Players, die gehen in Richtung 2D, 2,5D, 3D mit solchen Technologien. Aber eigentlich, das ist vielleicht der Zukunft für ein paar Jahre, aber man könnte schon WebGL zurzeit benutzen für 2D-Karten. Jeder hat vielleicht noch nicht seine 3D-Daten bereit für eine 3D-Darstellung wie diese große Firmen. Aber so für 2D kann man das schon benutzen, indem diese Berechnungen, die Grafikkarte, das ermöglicht zum Beispiel die Karte zu rotieren, dass man auf die kleinen Seite die Karte dreht oder dass man eigentlich sehr viele Vektordaten hochlädt und dann anstatt eine serverseitige Darstellung, dass man das auf die kleinen Seite, man könnte da vielleicht auch unterschiedliche Auflösungen von Bildschirmen berücksichtigen, um eine Idealqualität bei der Vektordarstellung. Das ermöglicht auch zum Beispiel Image Processing auf die kleinen Seite. Könnt ihr mich vorstellen, wir haben zurzeit Luftbilder, immer ein Schwarz-Weiß oder einmal farbig, aber man könnte sich vorstellen, man hat nur einen Datensatz von Luftbildern, die man veröffentlicht und dann auf der kleinen Seite, jemand möchte keine Farbe mehr, weil er hat eine Überlagerung von einer thematischen Karte, dann könnte er einfach die Farbe eigentlich rausnehmen, ohne dass ein zweiter Teilsdatensatz nötig wäre. Auch kleine Zeitreprojektion und auch die Möglichkeit, wenn es geht dann um viele vektorielle Daten, dann könnte man sich auch eigentlich Zeitanimationen überdenken, wie zum Beispiel dieses je nach Tageszeit, entweder darstellt man einen Schatten nach rechts oder Süd oder Nord oder West von einem Objekt. So, das sind Möglichkeiten, die eigentlich so die Berechnungen auf der kleinen Seite die ermöglicht sind. So, wenn man auf Open-Source-Projekte denkt, so zum Beispiel OpenLayers 3, Client-Side-Reprojektion, das sind Beispiele wie einfach Proof of Concept und die zeigen, dass ja, man könnte eine Karte, eine Rasterkarte dann umformen. Oder man kann Millionen von Vektorobjekte darstellen und dann hat man auch direkt Zugriff auf den Attribut. Oder das ist ein Beispiel auf, ich denke, ich komme zurück auf die Beispiele dann live, gerade nach die Folien, so gleitende Übergänge mit unterschiedlichen Modi. Und dann im Bereich Open Source eigentlich, es gibt unterschiedliche Projekte, es gibt zum Beispiel WebGL Earth, das so eine WebGL-Implementation ist. Es gibt ReadyMap, es gibt OpenWebGlob, es gibt Cesium, es gibt WebGL-Maps, eher ein Prototyp, es gibt OpenLayers. Das heißt, man sieht, es ist schon die ganze Community ist aktiv dran und versucht, diese Technologien, das Beste von diesen Technologien zu nutzen. So, das noch hier noch ein Beispiel von 2D-3D-Integration zwischen Cesium und OpenLayers. Oder hier ein Screenshot von WebGL Earth. Oder ReadyMap. Es gibt ja unterschiedliche eigentlich Zwecke, Bedürfnisse, die eigentlich durch unterschiedliche Programmbibliotheken dann gedeckt werden. Oder hier eine sehr schöne Ansicht von der Schweiz, von OpenWebGlob. Oder hier noch Cesium. Ja,
Okay, dann gehe ich auf einige Beispiele. So, vielleicht zuerst die Darstellung von im Bereich von Rapperswil auf Google Maps zurzeit. So einer der dieses Vorteil den Berechnungen, die man auf der kleinen Seite machen kann, wenn man das Rapperswil Name anschaut, wenn ich hineinzoome, es besteht das ganze Zeit, ist immer unter den Augen der den Benutzer, der geht nicht verlieren wegen einer mit einem Schalt der Label, der besteht, so man verliert gar keinen Kontext und die Transitionen, die sind dann ganz fluide. So dass zum Beispiel für die Label-Unterstützung, das heißt, man kann die Hintergrundbilder als Raster verhandeln und dann die Labels drauf, die können dann vektoriell eigentlich immer in geeigneter Weise dann dargestellt werden. Vielleicht dann zur Tour Eiffel. Das sieht so genau in der Mitte jetzt. Wenn ich da hier rechts gehe, dann sehe ich etwas mehr von dieser Seite und dann auf die andere Seite sehe ich dann ganz, man sieht das ganz gut so, es bewegt sich. Ja. Und das ist eigentlich das andere, das Gleiche für alle Gebäude, die hier dargestellt sind. So, für 2D, dann, wenn man auf, sagen wir, 3D geht, so wie, oder in Earth-Modus geht, wir sind immer noch im Browser, das war vorher, man hatte ein Plugin, Google Earth-Plugin, aber jetzt ist man immer noch im Browser, hier ist man in einem 2D-Kontext, aber es ist auch möglich, dann auf 3D lang, Schritt für Schritt zu wechseln, ohne den Kontext zu verlieren, zum Beispiel eine erste Schräge an sich und dann noch eine zweite. Das heißt, ja, man kann, wenn ich dann vielleicht nach New York hingehe, dann diese, so hat man, und immer noch den Effekt von die Gebäude, die sich bewegen. Okay, das heißt, eigentlich für den Endbenutzer in ein paar Jahren, weil das wird eigentlich neue Standards setzen, die Benutzer, die werden so erwarten, dass sie können eigentlich die Welt auch, wie sie es vom Flugzeug anschauen, wenn sie in New York landen, dass sie das im Webmapping-Anwendung auch darstellen können. So, das wird in ein paar Jahren die Erwartungen sein des breiten Publikums, weil die werden dann durch diese Big Players, wie sagt man, gewöhnt an diese neue Darstellungsmöglichkeiten. So, das war für, sagen wir, eine Art, sagen wir, den Ziel, wo, sagen wir, die Open Source Community hingehen sollte, würde ich sagen. Und hier eigentlich den Stand von zum Beispiel Open Layers, wie man arbeitet zurzeit stark an 2D, aber zum Beispiel, wie kann man das nutzen? So, man kann jetzt schon eine Karte rotieren. Oder es ist möglich, zum Beispiel nach Bern hineinzufliegen. Nach Rom. Das heißt, diese Animation kann man jetzt den Endbenutzer schon anbieten. Oder hier von OpenLayers, die eigentlich drei Renderer, das alte, sagen wir, traditionelle DOM-Renderer und dann das Canva-Renderer, das schon HTML5 ist und das die breiteste Browser-Kompatibilität hat und dann noch WebGL. Und wenn man hier zum Beispiel hineinzoomt, man sieht, dass es gibt, bei WebGL hat man eine völlig dynamische Navigation und bei DOM zum Beispiel, das ist nicht so gleitende Übergänge eigentlich. Oder hier zum Beispiel die 2D-3D-Integration. Eigentlich ist das zeigt, wie man das Kontext zwischen einer 2D-Karte und einer 3D-Karte behalten kann. Und das heißt, es wird dann möglich sein, wenn der Benutzer von der 2D-Ansicht dann in die 3D-Ansicht gehen möchte, dass eigentlich man hatte dann in der Zukunft dieses Tool, um
sagen wir, die anstatt von vertikal, sondern so anzusehen, dass man das Kontext behält und dann, dass man reibungslos in die 3D-Welt geht. So hier hat man ist man auf einer Kugel und hier ist man in einem 2D-Plan. So, das sind ein paar Beispiele, die so schon online sind. Und bei diesen Communities, so es gibt zum Beispiel OpenLayers, die arbeitet an die Anbindung von einem WebGL-Renderers. Und das globale Ziel eigentlich, das ist diese 2D-3D-Konvergenz, um eine bessere User Experience anzubieten. Für uns, die als Kartograf oder Geomatik-Ingenieure, wir haben alle bei der Schule gelernt, wie man eine 2D-Karte liest. Und für uns, es ist vielleicht unsere Arbeitsweise, auf eine 2D-Karte eine Analyse zu machen oder die Welt zu entdecken. Aber eigentlich für das breite Publikum, das ist die Denkweise, es ist ähnlich, wie das breite Publikum die Welt sieht. Das heißt, es ist einfacher, von einer 3D-Ansicht das in die Realität zu die Modellierung im Gedanken ist einfacher eigentlich für jemanden, der nicht erlernter Geograf im Bereich 3D. Und das hat man auch, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Fußgänger-Routing auf eine Google-Anwendung. Und da hat man die Möglichkeit, so ist man so 2D-Darstellung. Und wenn man das Handy hoch nimmt, dann geht man langsam in einen 3D-Modus und kann man sehen, okay, es geht links nach dem Gebäude. Und eigentlich sieht man schon, das ist das Gebäude und ich muss gerade links gehen. Und eigentlich vom Gedanken her, es ist viel einfacher für die Person als, ich bin eigentlich da gibt es noch einen Block und dann links eigentlich, ja. So, es geht in diese Richtung. Und natürlich, auch wenn 3D in ein paar Jahren dann verbreitet wird, dann ist 2D schon ein Spezialfall von 3D und kann auch von dieser Technologie benutzen. Und was man merkt auch, ist, dass es ist sicher, dass der Zukunft auch in die Richtung 3D geht, weil es werden immer mehr 3D-Daten erfasst und eigentlich einmal kommt auch der Zeit, wo man diese Daten verwerten und dann dem breiten Publikum dann anbieten möchte. Und ja, eigentlich zurzeit ist WebGL die Technologie, um solche Darstellungen im Browser darzustellen. Voilà, das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Noch Fragen, Ergänzungen? Ja, kommen wir gleich hoch. Ich frage mich immer bei allen Technologien, die auf OpenGL aufsetzen. OpenGL benutzt ja fixe Repräsentationen von Koordinaten mit 7 Vorkommastellen und 3 Nachkommastellen. Wie funktioniert das bei diesen geografischen Anwendungen in UTM-Systemen und räumlichen Bezugssystemen, die andere Genauigkeitsanforderungen haben oder bei Reprojektionen, die sehr genau sein müssen oder so. Was nutzt so eine Software wie zum Beispiel das neue Google Web Map? Wie machen die das? Transformieren die Koordinaten einfach irgendwie oder gibt es da eine bessere Lösung? Ja. So, ich hab gesagt, es ist kein technischer Vortrag, aber eigentlich es ist einer der schwierigen Punkte. Das heißt, man möchte auf einem Globus die Daten darstellen, aber trotzdem zum Beispiel ein Haus mit einer 10 Zentimeter Genauigkeit darstellen. Wie schafft man von diesem großen Radius dann mit der Genauigkeit auf? Und das ist auch etwas, das eigentlich durch diese Communities eigentlich gelöst wurde. Nicht zum Beispiel bei OpenLayers, das ist da etwas, das im Griff ist, bei Open Web Lab auch ganz im Griff ist. Aber Sie haben recht, da gibt es schon ein Problem. Zum Beispiel, es gibt andere Communities, nicht die Geospatial Communities, sondern zum Beispiel die Web Communities, die möchten 3D-Daten auf dem Web darstellen. Und es gibt zum Beispiel
X3D, X3DOM, das kommt vom W3C. Das ist eine andere Programmbibliothek, um auf dem Web 3D-Objekte darzustellen. Und die sind eigentlich in diesem Problem zurzeit. Das heißt, sie haben Koordinaten, aber nur lokale Koordinaten und können nicht zum Beispiel eine Kugel so darstellen. Und das greift schon relativ tief im Modell der Programmbibliothek und man muss das von Anfang an berücksichtigen. Noch jemand? Es gibt noch die Seite chromeexperiments.com. Da kann man ganz tolle Beispiele auch zu WebGL und so anschauen, die lange Zeit nur auf Chrome funktioniert haben. Falls da mal jemand schauen will, was man so machen kann und was das so gibt. Mittlerweile können es auch andere Browser, nicht alle gleich schnell. Ja, es ist sehr interessant, weil Chrome, der war eigentlich schon die Community um Chrome und WebGL, die haben so viele Werbebeispiele gemacht, um auch eigentlich das Potenzial von WebGL zu beweisen, sodass sich das eigentlich verbreitet. Ja. Aber es sind tolle Beispiele online, ja. Du hast dieses Beispiel gebracht, dass die Kartendarstellungen ohne Label als Raster im Hintergrund liegt und dann die Label im Client gezeichnet werden. Ja. Das heißt aber, dass es eine Label Placement Engine geben muss in Open Layers drin. Ja, so etwas. Gibt es etwa solche Ansätze? Oder? Es sollte tatsächlich vorkommen, ja. Also es gibt es noch nicht, aber das sollte entwickelt werden. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Ziel, das so. Weil für Punktlabels kann ich mir das noch gut vorstellen, aber wenn dann Flächenlinien gelabelt, dann muss ich eigentlich die gesamte Geometrie im Client haben. Dann kann ich es auch gleich rendern im Client, oder? Ja. Dann baue ich die Rasterkacheln eigentlich dann wirklich nicht mehr. Ja. Könnte vielleicht unterschiedliche Strategien, je nach Art vom Objekt, das man labeliert. Dankeschön. Ich komme noch auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Kartenrenderer lief. Nee, nicht Leaflet, wie heißt diese JavaScript-Renderer-Dings? Gothic.js, genau. Da ist ja beispielsweise eine Label-Placement-Engine auch mit drin. Die sind nur ein kleiner Teil von dem ganzen Rendering und das ganze Laden und sowas, das bräuchten wir ja nicht, das macht das Open Layers schon, aber eventuell, das ist ja quasi schon eine Label-Placement-Engine, die in JavaScript geschrieben vorliegt und im Browser läuft. Und dort auch relativ performant ist. Und wenn man nur diesen Teil nehmen würde, hätte man zumindest schon mal eine Grundlage. Also dass es im Prinzip geht und der Code schon da ist, wissen wir. Man muss es jetzt nur noch mit dem Open Layers verheiraten. Dankeschön für den Hinweis, das wusste ich auch nicht. Ja, und vielleicht noch eine Bemerkung. Also wir sind ja auch beim Open Data eigentlich Konferenz. Wenn die Open-Source-Software in die Richtung 3D-Daten darzustellen, es ist auch ganz wichtig, dass die OpenStreetMap-Community so auch in diese Richtung Geodaten dann anbietet, sodass das Ganze auch zusammen arbeiten kann. Dann danke ich Herrn Manuel für seinen Beitrag. Habt die Möglichkeit, jetzt noch 7 Minuten den Hörsaal zu wechseln, wenn ihr das wollt. Und dann geht es hier weiter mit 3D-Stadt.